Herzlich willkommen zu Spaß mit Tiefbohrtechnik. Haben Sie schon mal ein Loch in die Wand gebohrt? Theoretisch ist das ganz einfach. Man nimmt einen Bohrer mit dem passenden Durchmesser, bohrt das Loch in die Wand und dann steckt man einen Dübel rein. Und wenn man die Schraube reindreht, verspannt sich der Dübel im Bohrloch und alles ist fertig zum Gebrauch. In der Tiefbohrtechnik ist es so ähnlich. Man nimmt einen langen Bohrstrang, bohrt das Loch, dann setzt man ein Stahlrohr ein und zementiert dieses Stahlrohr im Bohrloch fest. Und dann ist auch diese Bohrung fertig zum Gebrauch. Beim Einzementieren der Rohre muss man allerdings darauf achten, dass der Zement immer so hoch steht, dass das ganze Bohrloch nach allen Seiten dicht ist und nichts aus dem Bohrloch in die Umwelt gelangen kann und umgekehrt auch nicht. Das ist also ganz wichtig, dass die Zementkopfhöhen immer richtig stimmen. Soweit die Theorie. In der Praxis hat jeder schon mal erlebt, dass das Bohren in der Wand katastrophale Folgen haben kann. Meistens sieht das Bohrloch aus wie ein wilder Krater und überall liegt der Dreck rum, nicht sehr zur Freude der lieben Gattin. Tja, und dasselbe passiert natürlich auch bei Tiefbohrungen in der Erde. Und da kann es auch passieren, dass das Bohrloch einen viel größeren Durchmesser hat als erwartet. Und dann kann es passieren, dass der Zement wegfließt. Und natürlich steht er dann nicht bis zur gewünschten Höhe an den Rohren an. Das ist ein Problem. Und deswegen ist es immer eine gute Idee, wenn man vor dem Einbau der Rohre das Bohrloch erstmal vermisst und wirklich mal guckt, wie viel Volumen hat denn das Bohrloch. Und dazu bestellt man sich einen sogenannten Wireline-Service. Hier sehen wir so einen Wireline-Truck. Das ist im Prinzip ein LKW, wo eine große Winde drauf ist und auf dieser Winde ist ein Drahtseil. Und an diesem Drahtseil kann man jetzt irgendwelche Messgeräte ins Bohrloch runterlassen. Und in unserem Fall nimmt man jetzt einen Kalibersensor. Wir sehen hier zwei solche Dinger, die sind einfach erklärt. So eine Kalibersonde hat vier oder ganz viele Ärmchen und diese Arme werden durch Federn vorgespannt, dass die immer nach außen bis an die Bohrlochwand gedrückt werden. Und wenn man diese Sonde durchs Bohrloch durchfährt, dann kratzen diese Finger an der Bohrlochwand lang und nehmen genau auf, welchen Durchmesser an jeder Stelle des Bohrlochs wir vorfinden. Und das Ganze resultiert zum Schluss in so ein Loch, wie wir das hier sehen. So sieht das Bohrloch tatsächlich aus. Und mit diesem Loch kann man jetzt ausrechnen, wie viel Zement gebraucht wird. Aber ein Kaliberloch erlaubt auch noch Rückschlüsse über die Qualität des Bohrlochs. Also gehen wir erstmal nochmal von einem idealen Bohrloch aus. In einem idealen, runden, maßhaltigen Bohrloch sehen die Messkurven genauso deckungsgleich aus, wie wir das hier hinter mir sehen. Aber manchmal passiert es auch, dass der Druck im Bohrloch zu gering ist, dass also unsere Bohrspülung zu leicht ist. Und dann kann die außen anstehende Formation das Bohrloch so ein bisschen zusammendrücken. Und das sieht man an Ausbrüchen an zwei Seiten des Bohrlochs, die man hier auch in den Messschrieben der Kalibermessung deutlich erkennen kann. Oder dieses Kraterbohrloch, was wir vorhin in der Hauswand gesehen haben, nur das sieht man natürlich auch im Kaliberloch, dadurch, dass eben der Durchmesser an jeder Stelle viel zu groß ist und das Bohrloch eben Auswaschungen hat. Oder manchmal kann man auch sehen, dass ein Schlüsselloch sich gebildet hat. Ein Schlüsselloch entsteht, wenn der Bohrstrang in einer gekrümmten Sektion des Bohrlochs an der Innenwand immer reibt und da rumrotiert und sich dann schließlich in die Seitenwand einarbeitet. Das hat auch einen ganz typischen Verlauf in diesen Kaliberlochs zur Folge. Ja, und daraus sehen wir schon, dass mit etwas Grips und Know-how auch aus einfachen Messungen sehr interessante Rückschlüsse gezogen werden können. Das und noch viel mehr lernt man in unserer Vorlesung Grundlagen der Bohrtechnik. Und es sind noch ein paar Stühle frei. Wir freuen uns über jeden, der daran teilnimmt. Glück auf!